Ich möchte anfangen mit einem Zitat aus der Summit-Zeitschrift Shalom Napadek oder Shalom zum Freitag, was die eine Gruppe der Häftlinge in Theresienstadt herausgegeben hat in einem Exemplar. Shalom zum Freitag ist sozusagen eine Anspielung auf eine tschechische Zeitung Ahoj na Soboto oder Ahoj zum Samstag. Und man nannte Shalom Napadek eigentlich Schnapp in Abkürzung. In der vierten Ausgabe 43 und die Zeitschrift erschien in einer Ausgabe und alle Leute, die diese Zeitschrift lesen wollten, trafen sich in dem Zimmer des Herausgebers Ewald Bauer und lasen es. Also es war sozusagen eine Ausgabe. Und diese Ausgabe spricht in einer Kolumne die Ecke der Frauen, also Ženský koutek, über die schönen Gärtnerinnen, die viel Gemüse klauen und gut gekleidet sind und von vielen Männern besucht werden. Und zu einem Punkt sagt die Schreiberin, ich möchte auch Gärtnerin werden. Ich rede mit Wilda, vielleicht kann man es einrichten. Unsere männliche Jeunesse Doré geht hin und übt sich in diversen Weltsprachen. Und an sich, wenn man das so liest, ist es ein bisschen überraschend, denn wenn wir über das Ghetto nachdenken, denken wir an einen Ort des Horrors und wir denken nicht an eine soziale Elite, nicht an die goldene Jugend. Woher kommt es? Und eben diese Beschreibung ist symptomatisch aus Anfang für meinen Vortrag, denn ich möchte heute über die Klassengesellschaft im Theresienstädter Ghetto reden, wie sie entstand und auf welcher Basis hier Klasse definiert wurde. Klasse, wie E.P. Thompson in seiner Entstehung der englischen Arbeiterklasse hingewiesen hat, ist relational. Einer der genialen Aspekte dieser Arbeit, also The Making of English Working Class, war es zu zeigen, dass Klasse ist vielmehr nur als Klasse. Es dient uns dazu, zu entstehen, was das Wesen einer Gesellschaft ausmacht. Und ich argumentiere heute, dass Ethnizität, Habitus, das soziale Kapital und die Seniorität im Ghetto stellten die neuen Faktoren dazu dar, wie Klasse in Theresienstadt gemacht worden ist. Die alte Klasse der Leute, also die Klasse vor Deportation, spielte am besten nur eine schwache Rolle. Ich konzentriere mich auf die soziale Dynamik der erzwungenen multiethnischen Gesellschaft, die eigentlich daraus bestand, was früher die Mittel- und obere Mittelklasse in Mittel- und Westeuropa gewesen war. Ich möchte anfangen mit dem sogenannten Aufbaukommando. Das Aufbaukommando, wir haben hier ein AK-Mitglied, wenn ich mich nicht irre, waren zwei erste Deportationen aus Prag nach Theresienstadt Ende November, Anfang Dezember 1941. Insgesamt 1300 Männer aus Prag zwischen 18 und 50 Jahre alt. Und ihre Aufgabe war es, das Ghetto aufzubauen. Es waren Handwerker, Techniker, Ingenieure, Architekten und ein Koch. Und das waren die Leute, die sozusagen das Ghetto von nichts aufgebaut haben. Die Kasernen waren in einem fürchterlichen Zustand und es war ihre Aufgabe, Elektrizität wieder ein bisschen einzurichten, das fließende Wasser zuzuschauen, dass die Klos einigermaßen funktionieren. Und auch wenn diese Leute zum Teil wirklich nur eine Woche vor den weiteren Transporten angekommen ist, dieser kurze Unterschied, und das ist die riesige Bedeutung von Seniorität, schaffte es, dass sie in Augen der anderen Leute eine Quelle der Autorität waren. Sie waren Leute, die mit großem Status und Prestige angesehen wurden. Und man kann sehen in einer Aussage der jungen Diaristin Eva Mendlova-Rubitschkova, die etwa am 20. Dezember 1941 schrieb über einen Freund aus Aufbaukommando, den sie trifft, und ich zitiere, ich sprach mit Mio, es macht mich so glücklich. Er war hier mit einigen Koffern. Er sah großartig aus, aber ich habe ihn fast nicht erkannt. Er ist groß und stark und scheint gut zurechtzukommen. Eine der wichtigen Sachen, die den sozusagen Status des Aufbaukommandos als des Rückgrats der sozialen Elite in the making ausmachte, war, dass von Anfang an die SS dem Aufbaukommando versprach, dass sie von weiteren Transporten geschützt werden. Und dieser Transportschutz blieb quasi hart, mindestens bis September 43, und ich habe es anhand von den Transportausnahmen untersucht, er hält eigentlich in Weiten relativ gut bis zu den Liquidationstransporten von Herbst 44. Aber dieser Transportschutz war sehr wichtig, nicht nur das aus dem Grund, dass diese Leute geschützt worden sind, aber sie hatten auch Anspruch darauf, ihre unmittelbare Familie zu schützen, denn bis zu Herbst 44
44 galt interessant bei den Transporten die sogenannte Regel der Familienzerreißung. Die Familien wurden transportiert, also sozusagen die Kernfamilie, sodass die Aufbaukommandomitglieder, wenn sie mit einer Frau verheiratet waren, konnten sie und haben sie auch beschützt. Und das machte einer der Gründe aus, weswegen die AKs, also die Aufbaukommandos, sehr begehrte Partner waren. Ein anderer Grund dazu war auch, das waren Leute, die das Ghetto aufgebaut haben und zum Teil die besten Stellungen hatten. Das waren die Köche, es waren die Fleischer, es waren die Bäcker, es waren die wichtigsten Ärzte, es waren die wichtigsten Architekten. Wie sich diese jüdische Selbstverwaltung aufbaute, die Aufbaukommando war hier zuerst und sie hatten diese Veteranenstellung. Und man kann es sehr gut sehen auf dem Zitat eines jungen und sehr pfiffigen Wiener Arztes, Franz Hahn, und ich zitiere: Theresienstadt wurde aufgebaut von Tschechen, von Prag aus. Und hier gab es das sogenannte AK-1, also Aufbaukommando 1 und Aufbaukommando 2. Und die Leute, die wirklich unter den schwersten Bedingungen das Ganze erst aufgebaut, eingerichtet haben, in der Tschechoslowakei lag es nicht, das waren zum Teil schon Privilegierte. Also wenn einer von AK-1 gekommen ist, das war ein Heiliger. Die Leute vom AK-1 saßen an so und so vielen wichtigen Posten, Ärzte wie Chef des Gesundheitswesens, also das und das und das nicht. Es ist ihnen besser gegangen. Sie haben ein kleines Kammel gehabt. Und wenn sie nur ein winziges Loch für sich allein gehabt haben, das war schon. Und wir sehen hier noch einen ganz wichtigen Punkt zur sozialen Dynamik. Diese Leute hatten Zugang zu den besten Jobs und es waren oft die besseren Jobs, die dann weiter die Jobs waren, die vor Transporten geschützt waren. Es war die jüdische Selbstverwaltung, die von der SS gezwungen war, die eigentlichen Listen für die Transporte zusammenstellten. Und eine der Regeln, wie diese Transportlisten zusammengestellt worden ist, dass jede Arbeitsabteilung in der Theresienstadt Listen gemacht hat nach Entbehrlichkeit und Unentbehrlichkeit. Und wenn man einen guten Job hatte, war es viel wahrscheinlicher, dass man als unentbehrlich eingestuft werden wird. Dieser Status übertrug sich auch an ihre Freunde, denn wie neue und Leute in Theresienstadt ankamen, die Leute, denen am ehesten die Aufbaukommandos geholfen waren, waren Leute, die mit ihnen viel teilten, andere junge tschechische Männer, mit denen sie schon vor der Deportation befreundet waren. Und so sehen wir hier ein sozusagen die Geburt der sozialen Elite von Theresienstadt aus Schneeball, dass es die jungen tschechischen Männer sind, zum Teil auch junge tschechische Frauen, weil diese Leute zusammenhalten, weil sie sich helfen. Und man kann auf der Aussage von Arnošt Klein, und das war nicht ein junger tschechischer Mann, das war ein 60-jähriger Prager, der Aristo auch in Theresienstadt überlebt hat, aber trotzdem, wie ihm die Netzwerke geholfen haben, wie wichtig es ist, nach der Ankunft Freunde zu treffen, die einen sozusagen auffangen. Denn Klein trifft nach der Ankunft im Mai 1942 einen guten Bekannten aus Prag, einen VS aus Aufbaukommando 2, und hier arbeitet er als Kriminalpolizist. Hier zeigte sich, schrieb Klein, dass er in Wirklichkeit ein freier und prächtiger Kerl ist und wir wurden gute Freunde. VS schleppt mich ins Marodenzimmer. Er buxierte mich mit sicherer Hand ins Marodenzimmer, tätschelt sanft der Krankenschwester das Popo und belegt mit unglaublicher Selbstverständlichkeit den besten Platz im tadellosen Bett. Und man sieht hier sozusagen, er weiß, wie die Leine läuft, er kann ihn einrichten und irgendwie diesen vollkommen überforderten Neuankömmling, der mit etwas krank ist, weil eben das Ghetto so schmutzig ist. Er hat außerdem den Status und das Prestige, dass er eben in dieses Krankenzimmer kommen kann und irgendwie ist alles so behandelt, als ob er ein Heiliger wäre. Und das war so ein bisschen. Wenn wir über das Ghetto Theresienstadt nachdenken, es gibt, und ich würde in meiner Arbeit auf viele Ähnlichkeiten mit anderen Ghettos, Konzentrationslagern argumentieren, aber es ist auch sehr wichtig, die Unterschiede im Auge zu behalten. Und eine der wichtigsten Unterschiede ist dabei die relative Kohärenz des Ghettos. Auch wenn ich, wie heute zeigen werde, in vielem das Ghetto sehr heterogen war und die Leute mehrheitlich nebeneinander lebten, mehr als zusammen, das Ghetto war sehr kohärent darin, dass von Anfang an sich eine Legende von Theresienstadt ausbildete. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen wir heute so viele Mythen in Theresienstadt haben. Und ich glaube nicht, dass wir es je schaffen werden, sie zu beseitigen. Insofern sollten wir das Beste daraus machen und diese analysieren. Aber diese Master Narrative von Theresienstadt bildet sich von Anfang an aus und besagt, das ist ein Ort, wo die Leute, die hierher gepfercht worden sind, aus etwas Schlechtem etwas
Gutes machen können. Sie kümmern sich um die jüngsten Häftlinge. Sie zeigen eine große Humanität, fast schrecklichen Entsagen. Sie produzieren Musik, sie produzieren wunderschöne Kultur und damit zeigen sie, dass sie immer noch Menschen sind. Und manche Leute interpretierten den Masternarrativ als eine Leistung der Juden, manche Leute interpretierten den Masternarrativ als eine Leistung der Juden als Menschen, aber für alle war das sozusagen eine Möglichkeit anzukommen und sich zu integrieren in die Gemeinschaft. Und mit der Ausnahme von zwei Gruppen, nämlich von den niederländischen Häftlingen und ganz zum Schluss der tschechischen Mischehen, integrieren sich so gut wie alle in diesen Masternarrativ und das ist ein bisschen das Entrebillet in die tschechische, also in die Theresienstädter Gemeinschaft. So. Genau. Eine der ganz wichtigen Unterscheidungsmerkmale nach der sozialen Hierarchie in Theresienstadt war die Unterkunft. Das ist ein zeitgenössisches Foto. Es gibt, ich finde, dadurch, dass sich Theresienstadt nicht so stark geändert hat, kann man sehr gut sehen. Theresienstadt besteht aus einer größeren Anzahl an Kasernen und vielleicht 120 kleineren Häusern. Und am Anfang bis Juni 1942 waren es nur die Kasernen oder mehrheitlich nur die Kasernen, wo Leute leben konnten. Ab Juni 1942 ist das ganze Ghetto zugänglich. Und damit hing es zusammen, dass es zuerst die Haupträume in den Kasernen waren, die ein bisschen aufgepeppt worden sind, sodass man da ein bisschen besser leben konnte. Und die Dachböden waren die am vernachlässigtesten. Dann im Laufe der Zeit waren es die kleinen Häuser, die schlechteste Unterkunft waren und die Haupträume in den Kasernen blieben nach wie vor besser. Man sieht hier zum Beispiel ganz wichtig die Unterscheidung von Dachboden in den Kasernen, wo das damit anfängt, dass es die Unterkunftsräume sind für die alten Leute aus Deutschland und Österreich, die ab Juni 1942 ankommen und man bringt sie auf den Dachböden unter, weil das die Unterkunft ist, die bisher leer ist und warum ist sie leer? Weil es die schlechteste Unterkunft ist. Hier ist kein Licht, hier ist kein fließendes Wasser, hier sind keine Klos und hierher stopft man die 85-jährigen, 90-jährigen, 75-jährigen Leute, die das klassische jüdische Bürgertum waren. Das ist die Generation zwischen 1860 bis 1880, da sind die Leobecks und ihre Freunde und hier ist ihr Ende. Sie sterben in ihrem Dreck. Wenn sie nicht sterben, zeigen sie eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit und darüber will ich auch zeigen, aber ich muss sagen, und das hat Wolfgang Benz schon gezeigt, sie kommen an und sie enden auf den Dachböden und sie sterben in ihren Exkrementen. Das ist aber das sehr Interessante bei Theresienstadt und hier ist es sehr sinnvoll, sozusagen in den Raum zu denken, denn im Laufe des Herbst 1942 leeren sich die Dachböden wieder mal. Die Leute ziehen entweder um oder werden nach Treblinka und Malitrosdienitz geschickt oder sie sterben und die Dachböden leeren sich wieder. Und es sind jetzt die Orte, wo entweder ganz viel von den Freizeitgestaltungen stattfinden oder wo sich die jüngeren tschechischen Leute, die sogenannten Kumbals, leben. Nun, Kumbal ist ein ganz wichtiges tschechisches Wort und ohne das Wort Kumbal kann man in Tschechien, in Theresienstadt gar nicht auskommen, denn Kumbal war ein ganz kleiner Verschließ, also quasi eine Mansarde oder Speisekammer, was man sich in Theresienstadt auf den Dachböden oder in anderen sozusagen leeren Räumen bauen konnte, aus vielleicht restlichen Holz oder anderen und da hatte man vielleicht ein kleines Klappbett und einen Tisch, aber ein Kumbal war das in Theresienstadt, was heute in London in Belgravia ein Haus ist oder eine Villa in Grunewald oder in Blankenese oder eine Villa in Bubenitsch in Prag. Das war unglaublich viel. Unter anderem war es so wichtig, weil in Theresienstadt alle Leute zusammen gepfercht waren und wenn sie Intimleben mit jemandem führen wollten, mussten sie sich mit ihren Mitbewohnern irgendwie arrangieren. Das war oft sehr schwierig. Ein Kumbal bedeutete es, dass der Bewohner ein Intimleben haben konnte und dass er auch von seinen Freunden gefragt werden konnte, ob er vielleicht das Kumbal für 2 oder 3 Stunden überlassen konnte. Und das ist einer der Momente, wo ich darauf argumentieren würde, Geschichte der Sexualität ist unglaublich wichtig, weil es viel mehr als nur Sexualität besagt. Es ist einer der Momente, wo man sehr viel über Kulturgeschichte beobachten kann, wo man sehr viel über Machthierarchien beobachten kann. Und es ist eben das Sexualleben und die Möglichkeit davon in Theresienstadt, was zeigt, wie die Elite entsteht und wer hat Zugang wozu. Otto Deutsch, einer Theresienstädter tschechischer Häftling, erzählte in seinem Interview in den 90ern, wie er Zugang zu sehr viel Holz hatte und hat davon sehr viel geklaut und für einen Koch für 10.000 Kronen ein Kumbal gebaut. Noch ein anderer junger tschechischer Häftling, der Kommunist Arnošt Reiser, der
in der Resinschatten Gesundheitswesen arbeitete, erinnerte sich, wie er eine, mit einer Krankenschwester befreundet war. Sie war genannt Lilly die Ältere. Es gab hier Lilly die Jüngere und Lilly die Ältere. Und Lilly die Ältere war in, seiner, in seinem Krankenhaus allgemein angesehen als die hübscheste Krankenschwester. Und eines Tages hat ihn Lilly zu sich ins Kumbal eingeladen. Und als Arnoš sie besuchte, stellte er fest, sie wohnt da mit ihrem Freund. Das ist Mitglied von AK1. Und nicht nur wohnt sie in einem Kumbal. Ich sage wieder, wir besuchen hier Villa in Grunewald, aber der Freund rauchte eine Zigarre. In Theresienstadt hat die SS das Rauchen verboten und es war stark bestraft. Auch einer der Gründe dafür, das wurde das Rauchen sehr teuer. Also man verkaufte die Zigaretten für vielleicht 20 Reichsmark, für halbes Leib Brot. Es hing auch von den Transporten ab, wie sich die Preise bewegten. Und der Freund von Lilly rauchte eine Zigarre. Und Arnoš Reiser war vollkommen angewidert davon, was in den Leuten vorgeht, wenn draußen Leute vor Hunger starben. Es ist einer der Momente, wo ich darauf hinweisen möchte, auf das Nebeneinander der Klassen, wie manche Leute in Theresienstadt quasi in einer Blase leben. Das sexuelle Leben ist, und das ist vielleicht vergleichbar ein bisschen mit dem Kulturleben in Theresienstadt, hat ganz viele Funktionen. Es ist für viele Leute, gerade für die jüngeren Leute, die kinderlos sind, es ist ein Bewältigungsmechanismus. Es ist etwas, was Leute machen können in der Freizeit, die sie haben, und sie brauchen dazu nicht Radio, sie brauchen dazu nicht Kino. Es ist etwas, was man macht, es ist schön. Man braucht dazu einfach einen Partner und es ist etwas, was eine ganz starke Verbindung zum normalen zivilen Leben ist. Doris Bergen, die meine Doktormutter ist, hat darauf hingewiesen, wie das Sexualleben für viele, nicht nur für die Perpetrators, eine Möglichkeit war, sozusagen die eigene Normalität herzustellen. Und für die Häftlinge war das oft eine Verbindung zu dem normalen Leben, dem zivilen Leben vor der Deportation. Aber ich möchte darauf auch hinweisen, dass das Intimleben sehr stark die sozialen und Geschlechterhierarchien und die neuen Regeln der Ghetto-Gesellschaft verdeutlichte. Zum Beispiel der junge marxistische Zionist Honza Schimmeling, der später zum Ende des Krieges in Dachau und Kaufering war, schrieb an seine Freunde, die untergetaucht in Prag mit kommunistischer Grutte lebten. Er und Schimmeling gehörte der sozialen Elite in Theresienstadt an und er schrieb ihnen in einem Kassiber, schickt mir größere Mengen Präservative, sie sind viel wichtiger als Brot. Man sollte auch daran denken, dass in Theresienstadt nicht so unähnlich zu der Gesellschaft, die wir kennen, ist die Begleitung einer jungen, nobilen, hübschen Frau auch ein Mittel dazu, das eigene Wert aufzustocken. Und das funktioniert genauso in Theresienstadt. Man kann auch an den interethnischen Beziehungen in Theresienstadt sehr viel von diesen Machtmechanismen herstellen. Und das sind eben die interethnischen Beziehungen, die vielleicht die stärksten Beziehungen zwischen den verschiedenen Ethnizitäten im Ghetto waren. Und ich möchte es zeigen auf dem Beispiel von Etta Veit Simon. So, und ich versuche jetzt. Ja. Also dieses schöne Foto kommt hier aus dem Archiv des Jüdischen Museums. Und Etta Veit Simon war eine junge Frau aus einer besten Berliner jüdischen Familie. Sie hatte 5 Geschwister und sie war eine sogenannte Geltungsjüdin, also sie war Mischling und gehörte der jüdischen Gemeinde an. Und zusammen mit Maria von der Heydt arbeiten wir an einem kleinen Projekt über die Veit Simons. Sie wurde zusammen mit ihrer älteren Schwester Ruth im Juli 1942 nach Theresienstadt geschickt. Ihr jüdischer Vater wurde von der Gestapo erschlagen. Ihre nichtjüdische Mutter half den Quäkern, die Juden in den Untergrund zu bringen. Ihre Großmutter und 2 Tanten kamen später im Oktober 1942 nach. Etta hatte grafischen Design studiert und arbeitete in Theresienstadt in der grafischen Werkstatt. Sie wurde von einem tschechischen Schauspieler, Bedřich Lerner aus Tábor, vorgestellt und sprach bei Philipp Manes, über den Sie vorgestern gehört haben, vor und hat die Roxane in Serrano de Bergerac auf Deutsch gespielt. Man muss dazu sagen, Manes Vorstellungen waren in der Regel für die deutschsprachige, bürgerliche, etwas ältere Audienz da. Die ältere Schwester Ruth, die hatte schon in Berlin Tuberkulose gehabt und starb 1943 in Theresienstadt. Und um Ruth kümmerte sich der absolute tschechische Spezialist auf TBC, František Löwit aus Nymburk. Trotzdem starb Ruth im Juli 1943. Etta war auch in Kontakt mit Leo Beck, der über ihre Bat Mitzvah präsidiert hat. Und als dann später Ettas sozusagen
Schwiegereltern ankommen, denn ihr Bruder war über St. Louis nach Niederlande gekommen, arbeitete da für den Josef Rath, heiratete eine junge Zionistin aus Essen, deren Eltern sozusagen aus Galizien kamen und ganz orthodox waren. Und Rolf und seine Frau kommen nicht nach Theresienstadt, aber deren Schwiegereltern kommen nach Theresienstadt. Und Etta kümmert sich auch um sie. Und man sieht eben in der Person von Etta diese vielen, vielen Netzwerke. Und das Interessante dabei ist, diese junge, unglaublich gepflegt erzogene junge Frau hatte in Tschechien, in Theresienstadt einen Freund, er war ein Koch, er hatte einen Kumpel, war etwas älter als sie, war Tscheche und hatte vor allem zu Hause in Prag eine nicht-jüdische Freundin und hat eigentlich vorgehabt, zu ihr nach dem Krieg zurückzukommen. Etta hat sich aus nachvollziehbaren Gründen darüber nicht länger geäußert, aber man sieht daran einfach diese vielen Hierarchien, was auch Intimleben und Beziehungen und sowas, was wir eigentlich so außerhalb von diesem Kontext wie Liebe sonst denken würden. Etta, wie viele andere Frauen in ihrer Position, lernte auch ein bisschen Tschechisch. Man kann diese Hierarchien auch im Kulturleben sehr stark sehen. Und da vorhin kam eine sehr gute Frage sozusagen nach den vielen Funktionen von Kultur. Und ich finde es hier sehr sinnvoll, mit Shelley Gilberts Buch über Musik in den Ghettos und KZs nachzudenken. Denn Kulturleben hat für die Häftlinge ganz, ganz, ganz viele Funktionen. Es ist auch eine wichtige Verbindung zu dem Vorkriegsleben. Für die alten deutschen Juden ist es auch eine Möglichkeit, den eigenen Wert hier wiederherzustellen, sozusagen auf Zugriff auf das kulturelle Kapital, was inkorporiert ist, was ihnen niemand nehmen kann. Und so können sie wiederherstellen, wer sie eigentlich sind und was ihre alte Klassenzugehörigkeit war. Raphael Schächter, der Dirigent von Verdis Requiem in Theresienstadt, der eigentlich aus Rumänien kam und dann in Brno und Prag studierte, einer der Gründe, weswegen er überhaupt diese Musik machen konnte, war die Tatsache, dass in Theresienstadt Musik gerade unter den jungen tschechischen Juden quasi eine It-Aktivität war. Es ist sozusagen das, was alle machen und das, was von allen begehrt wird und das, woran man sie beteiligen muss. Und da findet eine Art von sozialen Vertrag zwischen den Köchen und den Bäckern und den Fleischern und den Künstlern, den Zeichnern, den Musikern und den Schauspielern, wo sich die Köche sozusagen als Mäzene diese Künstler annehmen und gleichzeitig können sie sagen, ich bin mit diesen Leuten befreundet, ich bin nicht nur ein Koch, ich habe Zugriff auf dieses legitime kulturelle Kapital. Und einer von diesen Mäzene war Edgar Krasser, der mit Schächter befreundet war. Das Wichtige dabei ist, dass das Essen, was hier verteilt wird von den Köchen, ist nicht Essen aus ihren eigenen Portionen, es ist Essen, was allen gehört. Das ist vielleicht der Unterschied von Messen, der von seinem Eigentum, sei es denn, er hat es von den Steuern geklaut, ausgibt. Ein Bestandteil der Freizeitgestaltung in Theresienstadt war auch Fußball. Und die jungen tschechischen Juden, aber zum Teil auch die österreichischen Juden, waren ganz große Fußballfreaks und sie liebten Fußball. Und eine der beliebtesten tschechisch-jüdischen Bücher aus der Zwischenkriegszeit ist Die Männer in Abseits von Karel Poláček. Und es war auch in einem gleichnamigen Film verfilmt worden. Und diese große Begeisterung bringen die tschechischen Juden mit sich nach Theresienstadt. Sie beginnen Fußball zu spielen. Sie spielen Fußball unter diversen Flächen, vor allem in der Dresdner Kaserne. Dadurch, dass das Feld kleiner ist, wird es mit 7 Spielen gespielt und nicht mit 11. Und das Spiel ist auch etwas kürzer. Aber das Fußball ist einer der beliebtesten sozusagen Treffpunkten. Und das allergrößte Spiel, wenn ich mich nicht irre, 43, hat 8000 Zuschauer, irgendwann im Sommer 43. Und hier möchte ich sozusagen wieder zurückzukommen auf den Konzept der goldenen Jugend, der Jeunesse Dorée. Eigentlich kommt der Konzept, und es kommt immer wieder geschichtlich vor, es kommt aus der Französischen Revolution, wir haben es wieder in den 1920ern, wo die Leute aus dem Ersten Weltkrieg rauskommen. Und wir haben hier sozusagen die soziale Elite von diesen sehr bürgerlichen, manchmal aristokratischen jungen Leuten, die wollen jetzt leben. Und sie fragen nicht, warum und woher sie leben jetzt. Manche Leute finden es zynisch, aber sie leben sehr in dem Augenblick begriffen. Und deswegen finde ich, das ist nicht nur ein zeitgenössischer Ausdruck aus Theresienstadt, was wir immer wieder in den Quellen finden, aber es drückt auch sehr gut aus, was da vorgeht. Und man kann es auf diesem kleinen Bildchen eigentlich sehr gut sehen. Und ich arbeite gerne mit Bildern, weil ich finde, sie sind in vielem auch sehr kulturell kodiert und sagen uns etwas über die Mentalität und kulturellen Werte der Leute, für die es gemacht worden ist, sowie der Zeichner aus. Und das ist ein Bild von Leo Haas und seiner Frau Erna Haasowa. Und ich finde,
finde es so ironisch, eben, dass Leo Haas einer der bekanntesten Zeichner von Theresienstadt ist, aber das sind ganz andere Bilder, die er macht. Und dieses ist ein Bild aus dem Geburtstagsalbum, was er für seine Freundin Edith Ornstein, eine der ganz wichtigen Zionistinnen, macht und die eine als der wenigen Leute aus der ersten Riege der ersten Selbstverwaltung überleben und dann vor, sie ist 2004 in London gestorben. Und Leo Haas will natürlich an der guten Seite von Edith Ornstein bleiben und zeichnet für dieses Album. Und dieses Album zeigt, ich muss irgendwie so reden, dass ich zeigen kann und immer noch, dass sie mich immer noch hören. Die Ästhetik der Bilder finde ich ganz auffällig, dass es mit solchen Kinderzeichnungen sozusagen mit Kinderästhetik vorgeht, aber dabei gleichzeitig sehr ernst ist. Wir sehen hier eine Krankenschwester und einen Arzt. Sie sind beide relativ rotwangig, sie sind groß, sie sind stramm, der Arzt ist blond, man sieht vielleicht so einen Zipfel der blonden Haare bei der Krankenschwester. An sich, wenn Sie das außerhalb von diesem Kontext sehen würden, ich glaube, keiner von Ihnen würde annehmen, dass es ein Bild aus Theresienstadt. Und das ist ganz wichtig für die sozusagen Selbstbilder der Häftlinge. Das ist auch nicht ein Blick von Entbehren. Sie sind eigentlich quasi eine flirtatious, eine Szene aus dem Alltag. Und auch darin kann man die soziale Elite ablesen. Und ich glaube, jetzt wäre es ein guter Moment, ein bisschen einen Abstand zu nehmen und zu fragen, gut, so lebte die soziale Elite. Wie lebten die Normalen und wie lebten die Armen im Ghetto? Es waren 3 bis 4 Faktoren, die die Position der Insassen im sozialen Raum von Theresienstadt ausmachten. Und ich würde Sie bitten, stellen Sie sich das soziale Feld von Theresienstadt als unebenes Zylinder aus. Ein bisschen wie eine Pyramide, aber nicht unbedingt nur auf die Spitze zu gehen und nicht als eine Leiter. Und diese Faktoren waren das soziale Kapital, Alter, Ethnizität und Seniorität. Ich habe schon vorhin über Unterkunft und die alten Leute gesprochen und wie schrecklich die Unterkünfte für die alten Leute waren. Ein ganz wichtiger weiterer Unterschied war die Essensrationen. Im Mai 1942 entscheidet die jüdische Selbstverwaltung, dass die Häftlinge in Theresienstadt je nach ihrem Arbeitskategorie Essen bekommen werden. Und die wichtigste Unterscheidung ist zwischen den Schwerarbeitern, Normalarbeitern und Nichtarbeitern. Leute über 60 müssen nicht mehr arbeiten, oft sind sie auch zu krank und schwach zu arbeiten und deswegen fallen sie in die Nichtarbeiterkategorie. Nicht nur ist die Nichtarbeiterkategorie und keine von diesen Kategorien ist richtig viel Essen, aber die Nichtarbeiter Kategorie ist wirklich wenig Essen, aber es ist außerdem bei den Küchenzuteilungen, und das habe ich mehrmals untersucht und man kann sehr gut überprüfen, es ist die Kategorie, aus der am ehesten geklaut werden kann. Es ist auch die Kategorie, wo das Essen das schlechteste Essen ist. Es ist eigentlich nur stark, es sind keine Proteine, es sind keine Vitamine dabei. Daher hat es auch keinen Sinn, wenn ich Ihnen die Kalorienangaben geben werde, denn es ist eigentlich nicht überprüfbar. Die Leute haben Hunger, sie werden immer, immer dünner. Und die Leute, das ist interessant, Leute sterben eigentlich nicht an Hunger. Leute sterben an viele Krankheiten, an denen wir nicht sterben würden, wenn wir nicht hungrig wären, weil das Mechanismus, weil der Organismus die Immunschwäche mit der Mangelernährung bekommt. 84 von der alten Population, und ich rede hier über Leute über 65, von denen, die nicht weiter in den Osten deportiert worden sind, starb in Theresienstadt. Umgekehrt, die überwiegende Mehrheit, also 92% von den 34.000 Leuten, die in Theresienstadt starben, waren Leute, die über 60 Jahre alt waren. Das sind Prozente, die wir bei keiner anderen Gruppe haben. Und ich habe es überprüft, Sie können es hier nachlesen. Umgekehrt, nur weniger als 3% von den Leuten, die starben, waren Leute, die jünger waren als 45. Und ich habe es dann überprüft für Jahrgänge, das sind jetzt sozusagen Jahrgänge jeweils Leute geboren 1890, 1900, 1910, 1920, 1930. Und Sie sehen, keine andere Gruppe hat eine Sterblichkeit höher als 11,5%. Wir haben hier also einen Unterschied von 84% für die Alten und 12% für die Leute, die vielleicht 10 Jahre jünger sind, einfach durch die Essenszuteilung. Karl Löwenstein, der deutsche Leiter, der Berliner Leiter der Ghettowache, besuchte im Mai 1943 die Pathologie. Und er war vollkommen erschüttert und ich zitiere, die Leichen der Verstorbenen, die ich hier sah, bestanden lediglich aus mit Haut überzogenen Knochen. Diese Toten waren im wahrsten Sinne des Wortes verhungern. Ich sah Leichen, die nicht schwerer waren als ein kleines Kind.
Zitat Ende. Und als er den Arzt in der Pathologie fragt, so, was soll das bedeuten, sagt der Arzt, aber das ist ganz umgebend, das ist normal, so sehen die Leichen hier aus. Diese Leute sehen einfach so aus, sie verhungern. Das sind Leute, das sind Leichen vielleicht von 30, 35 Kilo. Die alten Leute, die immer noch manchmal das schaffen, Tagebuch zu behalten, einer der letzten Beiträge ist es, dass Leute sagen, ich wiege 35 Kilo, ich bin heute gewogen worden. Ich wusste gar nicht, dass man so dünn werden kann und immer noch weiterleben kann. Und hier zeigt sich eine ganz wichtige soziale Dynamik, sozusagen Dynamik zwischen den Satten und Dynamik zwischen den Hungrigen. Wie David Arnold in seiner Untersuchung über Hungersnöte gezeigt hat, bis vielleicht in die 1970er Jahre gab es so ein bisschen so eine Dynamik in dem europäischen Kontext, dass wir eine Neigung haben, sich die Hungrigen, die mangelnden Leute anzuschauen mit einer bestimmten Mischung von vielleicht Abscheu, von Herablassung, vielleicht mit Mitgefühl, aber dieses Mitgefühl hat bestimmt immer so ein Abscheu mit zusammen. Und das kann man sehr gut in Theresienstadt beobachten, wo die soziale Elite eigentlich die alten Leute gar nicht sieht. Wenn sie sie sehen, sehen sie sie wirklich im Marginalien, am Augenwinkel. Sie sehen sie als die anderen, als die Alten, als die Bettelnden, als die Schmutzigen, als die irritierenden, eigentlich immer preußischen Juden, die irgendwo sitzen und betteln und die sagen, der Führer wüsste es und eigentlich ist hier ein schrecklicher Fehler passiert. Und das eigentlich ganz Traurige finde ich dabei, das ist das Bild, was bis heute Theresienstadt beeinflusst. Zum Beispiel in der Zeichnung, in der Edition von den Zeichnungen von Helga Weißowa-Höschkova, zeigt er, was du siehst. Höschkova war damals ein 13-jähriges Mädchen und hielt in Theresienstadt ein Tagebuch bei und zeichnete auch Zeichnungen. Und als alte Frau, als 70-jährige Frau, kam das Tagebuch heraus mit den Zeichnungen und sie kommentierte dann die Zeichnung. Und wie Sie sehen, sie sagte in den 90ern, tragikomische Gestalten alter Menschen aus Deutschland, die naiv den Versprechungen geglaubt hatten, dass sie in einen Kurort geschickt würden. Sie hatten sogar ihre schönen Unterkünfte im Voraus bezahlt. Sie waren nach der Ankunft in Theresienstadt nicht fähig, ihre Lage zu begreifen. Wenn unser Führer das wüsste, sagten sie vorwurfsvoll. Und ich finde es interessant, dass es bisher eigentlich niemand in Verbindung gebracht hat, diese beiden Sachen. Das Interessante dabei ist, auch diese Machthierarchien, diese unglaublichen Widersprüche, geht nicht über die Masternarrativ hinaus. Die alten Leute, wenn sie überleben oder solange sie leben, integrieren den Masternarrativ. Sie sehen Theresienstadt durch diese Blickwinkel. Das haben sie gemeinsam mit den jüngeren Leuten. Aber wer Zugang zu was hatte und die Machthierarchien beeinflusst auch das, was erzählt wird. Also sozusagen die allermeisten Erzählungen, die wir heute lesen und auswerten, kommen von den jüngeren tschechischen Leuten, die oft durch die Machthierarchien es geschafft haben, erst ganz zum Ende des Krieges im Herbst 1945 deportiert zu werden. Und natürlich, wenn man in Auschwitz dreiviertel Jahr überleben muss und nicht zwei Jahre, hat man bessere Chancen zu überleben. Ethnizität war in Theresienstadt der zentrale Faktor im Differenzieren der Prozesse der In- und Exklusion. Für die tschechischen Juden war das einer der ersten Momente, die erfolgte, und das folgte sozusagen schon auf bestimmte Dynamiken der Vorkriegs- oder Vordeportationszeit, war Stärkung der tschechischen Zugehörigkeit. Die tschechischen Juden performten ihren Sinn von Zugehörigkeit, indem sie sich auf Sachen bezogen, die sie als fundamental tschechisch begriffen haben. Sie rezitierten die Poesie von Karel Hynek-Mácha und František Halas. Sie hörten die Musik von Smetana und Mozart. Und Mozart ist sozusagen in der tschechischen Wahrnehmung ein a priori tschechischer Komponist. Also es geht immer wieder sozusagen dieses meine Prager verstehen mich, die Aufführung in Ständetheater und so weiter. Also Mozart ist unseres, ne? Aber jetzt mal ernst, sie bezogen sich immer wieder auf tschechische Lieder de Memoir wie die Prager Burg oder Tomáš Masaryk, der erste Präsident, und bestimmte, ganz bestimmte ästhetische Wahrnehmung. Ich zeigte es Ihnen schon auf der Zeichnung von Haas. Und ein Referent, auf was immer wieder kommt unter den kulturellen Aktivitäten, ist der triumphale, glückliche oder weise Rückkehr nach Hause. Also es kommt immer wieder in den Theaterspielen, in den Kinderzeichnungen, in den Graffiti auf den Wänden. Eine der beliebtesten Gedichte, was immer wieder kommt, ist Sládek's Byli jsme a budem, přišli jsme a půjdem. Wir waren und wir werden sein, wir kamen und wir werden gehen.
und viele von Ihnen werden gehört haben über die Aufführungen von Betsy Smetanas, der verkauften Braut. So. Ich fand diese Zeichnung im Leo Beck-Institut in New York, in dem Institut für Geschichte der deutschen Juden. Das ist schon sehr interessant, wie sowas dorthin kommt. Das ist eine Zeichnung, was Lotka Boreschowa, eine tschechische Zeichnerin, die in Mischee gelebt hat und die aus welchen Gründen auch immer geschieden wurde und in Theresienstadt überlebt hat. Sie zeichnete diese Zeichnung für ihren Freund František Feigl. Das war ein Rahmenmacher zu seinem Geburtstag im Dezember 1944. Und die Unterschrift sagt: Ruhe und Nachdenken und atmet tief. Und das finde ich dabei das ganz Interessante, wenn man sich die Zeichnung anschaut, und das ist jetzt nicht der beste Scan, das Letzte, was man machen möchte, ist tief und nachdenken. Man möchte die junge Frau bei dem Ellbogen nehmen und mit ihr durch diesen Rahmen springen. Das Weitere, was ganz auffällig ist, sind die Farben. Das ist weiß, rot und blau, die tschechischen Nationalfarben. Und außerdem, an der Frau ist eigentlich gar nichts jüdisch, aber man könnte sich fragen, warum hat sie dunklen Haare? Also man kann da ganz, ganz, ganz viel lesen. Und das ist eine Zeichnung, was, wenn ich sie den tschechischen Freunden zeige, sind sie ganz emotional berührt und sie finden sie wunderschön. Und wenn ich sie den nicht tschechischen Freunden zeige, sind sie auch berührt, sie finden sie auch schön, aber sie finden die junge Frau sehr entblößt. Für die Tschechen ist die Frau schön, weil sie entblößt ist. Das ist das spezifisch tschechische Kodierte von Schönheit. Und das ist eben das Schöne, wie der Habitus bestimmte Sachen kodiert. Für die nicht tschechischen Zuschauer ist sie oft relativ nackt. Das ist das Interessante dabei. Und das ist eben der Aspekt, wo ich darauf ankommen möchte. Theresienstadt ist ein sehr transnationaler Ort und es erinnert uns daran an die Transnationalität des Holocaust. Die tschechischen Veteranen sehen die meisten anderen Häftlinge als Ausländer. Und sie werden immer wieder unglaublich ethnisch betont anders erzählt, aber gleichzeitig diese Ausländer, die deutschen und österreichischen und niederländischen Juden, erzählen die Tschechen auch unglaublich als kulturell und ethnisch oder rassisch anders. Und das ist der Moment, wo ich angefangen habe nachzudenken und dachte mir, unter anderem weist es darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen Nationalität und Ethnizität und Rasse in vielem künstlich ist. Also Kultur übersetze ich in Rasse, übersetze ich in Ethnizität, übersetze ich in Habitus, die Grenzen sind fließend und dienen dazu, eben diese ethnischen Grenzen zu ziehen und sie überhaupt solche zu konstruieren. Zum Beispiel die Geltungsjuden, die Leute aus teilweise jüdischem Hintergrund, waren in Theresienstadt, wenn sie es nicht schaffen, sich zu integrieren, zu dem sie unglaubliches soziales Kapital entwickeln müssen, waren immer wieder als auffällig nicht-jüdisch erzählt. Also sie sind groß, sie verstehen nichts von Judentum, sie haben der Hitlerjugend angehört, sie singen deutsche Lieder, sie passen überhaupt nicht dazu. Wie das diese Leute, wenn sie überleben, erzählen, ist natürlich ganz anders. Also Ethnizität ist immer sozusagen angewandt von den anderen. Ausländer werden nur dann als normal dargestellt, wenn sie es schaffen, sich in die tschechische Gesellschaft zu integrieren. Und da ist gerade die Sexualität und die interethnischen Beziehungen ganz wichtig. Man kann es auf der Aussage von Richard Feder, dem nachkriegstschechischen Rabbiner, der schon 70 war, als er ins Ghetto kam, ganz gut sehen. Und er erzählte in seinem kurz nach dem Krieg rausgekommenen Buch: Das Singen der tschechischen Jugend zog die deutsche Jugend heran und steckte sie an. Sie begannen auch zu singen, aber natürlich sangen sie nur hebräische Lieder. Und so kam zuerst das tschechische Singen und das hebräische Singen. Und dann brachte jemand eine Harmonika und spielte einen Walzer. Und die tschechischen Jungs forderten die deutschen Mädels zum Tänzen auf. Und so taten es ihnen auch die deutschen Jungs auf. Und so wurden sie Freunde. Sie hatten nun mal ein gemeinsames Schicksal. Die Deutschen, später auch die niederländische Jugend, lernte sehr viel Tschechisch und ich traf auf Mädchen aus Berlin und Amsterdam, die auf Tschechisch fließend waren. Sie mochten die tschechischen Lieder und vor allem liebten sie das Singen von Koline. Koline, einer der bekanntesten und schönsten tschechischen Lieder. Und ähnlich bemerkten auch immer wieder die deutschen und österreichischen Juden die tschechischen Juden, aber sie bemerkten sie oft ethnisiert anders. Zum Beispiel Otto Bernstein, ein alter Berliner Jude, der nach dem Krieg sich in Melbourne niederlassen hat, schrieb 1947 einen langen Brief und erzählte da über die tschechischen Juden, wie sie so waren. Ein prachtvoller Menschenschlag, prächtige Burschen, stramme junge Mädel, eine richtige Augenweide, der slawische Typ überwiegend, die Assimilation scheint in der Tschechoslowakei weit vorangeschritten zu sein.
Und das findet man immer wieder bei den deutschen Juden, aber man, sie werden immer als assimiliert erzählt, sie werden immer als unglaublich nicht-jüdisch erzählt, also sie sind groß und blond und haben diese blauen Augen und rote Wangen und jada, jada, jada. Aber manchmal sind sie genau deswegen germanisch und manchmal sind sie genau deswegen slawisch. Und ich meine, da ist unglaublich viel herauszulesen. Und es sind Leute mit ganz großem sozialem Kapital, die sich integrieren konnten. Leute wie Bertolt Simonson oder Sonja Okun, die zwei Zionisten aus Berlin. Aber auch hier kann man die ethnischen Unterschiede und die Hierarchien lesen. Denn Bertolt Simonson lernt in Theresienstadt seine spätere Frau, Ruda Gutmanova, aus Olomouc kennen, die eine wichtige Zionistin ist. Und sie kommen zusammen und sie heiraten sogar aus Theresienstadt. Aber die Beziehung bleibt platonisch. Das ist ganz, ganz anders als im Vergleich mit den ganzen Beziehungen anders. Ich habe am Anfang November in Hamburg vorgetragen bei Beate Meyer zu den Stolpersteinleuten und es war ganz, ganz, ganz reizend. Und eine alte Hamburgerin, die damals in Theresienstadt 18 war, Esther Jonas, und sie wohnt in New York und ich bin mit ihr im Mai verabredet. Esther Jonas kam zu dem Vortrag auch. Und nach dem Vortrag stand sie auf und sprach immer noch fließend Tschechisch. Denn als sie in Theresienstadt ankam, lernte sie einen jungen tschechischen Koch kennen. Und damit sie zu ihm gehören kann, musste sie Tschechisch lernen. Sie musste ihre Freunde aufgeben. Sie behielt einigen wenigen Hamburger Freunde. Und she was one of the boys. Also sie gehörte zu seiner Partner. Und somit komme ich zu der Schlussfolgerung. Und ich möchte Ihnen heute mit 5 Punkte mit auf den Weg geben. Die Gesellschaft der Holocaust-Opfer ist ebenfalls stratifiziert, aber das, was hier die Klasse ausmacht, sind ganz, ganz, ganz kleine Unterschiede. Das sind 2 Quadratmeter von Unterkunft. Klasse als Kategorie ist fundamental hilfreich für unser Verstehen von den sozialen Mechanismen, die in dem Ghetto vorgegangen sind. Zweitens, die Gesellschaft ist nicht gleich und sie ist nicht gerecht. Allerdings bedeutet das Analysieren der sozialen Unterschiede in Theresienstadt nicht, dass wir vergessen sollten, dass es die nicht-jüdischen Deutschen waren, die den Genozid organisiert haben. Klasse, glaube ich, gibt den Menschen Agency und Kontur und sie gibt dem Ort, das zu oft als sentimentales Klischee erzählt wird. Und lassen Sie mich hier ganz ehrlich sein, wenn ich sentimentales Klischee sage, denke ich daran an die Biografie von der vor kurzem verstorbenen Alice Sommerhardt und auch an das Defiant Requiem. Ich glaube eben, Nachdenken über Klasse gibt diesen Leuten Komplexität und sie gibt ihnen Agency. Drittens, Klasse und Ethnizität sind verbunden. Klasse wird immer wieder ethnisiert hergestellt, Ethnizität wird immer wieder über Klasse hergestellt. Theresienstadt, viertens, schaffte ethnische Unterschiede und nicht eine gemeinsame jüdische Zugehörigkeit. Theresienstadt lehrt uns, dass das Jüdischsein, so wie alle Ethnizitäten, eine Konstruktion ist. Was Theresienstadt konstruiert, ist der Masternarrativ und da gehört man dazu sozusagen als Bürger von der Gemeinschaft Theresienstadt, das immer wieder sozusagen sehr stark gedacht wird als Staat. Fünftens und zuletzt, ich glaube, um alledem gerecht zu werden, muss der Historiker, muss der Forscher oder die Historikerin mit ganz, ganz, ganz vielen Materialien jonglieren. Wir können die jungen Leute in Theresienstadt nicht nur aus ihren Quellen erzählen, um sie zu verstehen, was das alles ausmacht und was diese vielen Mechanismen ausmachen, was die Myriaden von den Komplexitäten und Konsequenzen ist. Wir müssen die allen Quellen nehmen, die wir haben, aus allen Sprachen, die zur Verfügung haben. Wir werden die deutschen Juden nicht nur aus dem Blick der deutschen Juden verstehen, wir werden die tschechischen Juden nicht nur aus dem Blick der tschechischen Juden verstehen. Theresienstadt war ein Ort, wo ganz, ganz, ganz viele Nationalitäten hingeschickt worden sind, Dänen und Niederländer und Deutsche und Tschechen und Slowaken. Und das sind die Quellen, mit denen wir arbeiten müssen. Vielen Dank.